Ein Schlafentzug ist nichts gut. Und wenn ich das die ganze Woche mache, dann bin ich freitags immer so kaputt. Deswegen machen wir jetzt vielleicht noch einen Run und dann gucken wir mal, wie schnell der geht. Vielleicht verlieren wir ihn ja aber auch. Eden 42, hard go. Okay. Schlaf in über. Ja, das stimmt, aber ich habe meistens nur so 4-5 Stunden in der Nacht. Und das ist dann über auf Dauer doch etwas wenig. Könnte ein bisschen mehr Damage sein, ne? Wir haben ja noch vor dem Niveau, ich weiß. Haben wir einen Fluch? Nein, okay. Spinne gar nicht getötet. Dicke Tiers haben wir denn? Wieso das eigentlich? Ach, wegen den Piskes, oder? Hoi, gerade noch so um die Ecke gekommen. Aber so wenig Damage? Ich krieg etwa die Fliegen mit einem kaputt. 2,88 ist doch gar nicht so schlimm, oder? Dauert ja ewig. Oh ja, Piskes rockt. Oh stimmt, wir hatten ja im letzten auch Eden Soul, ne? Da sind wir schon wieder bei Tierrate 6. Ist doch cool. Ich gehe da rein. Für Golden Remote am Ende. Kriegen wir wahrscheinlich halt den normalen Geheimraum, weil ich suche den jetzt hier nicht, aber besser als nichts, ne? Sogar der Supergeheimraum, aber der ist kacke. Eine Battery war da nicht. Also weiter. So. Überlegt, so ein paar Donation Goals zu machen. Aber ich find das eigentlich schlimm, ne? So mit den Donation Goals, wenn ich das bei Leuten sehe. Aber es animiert halt vielleicht doch ein paar Leute wie heißt's, donaten. Und es gibt halt so Sachen, die ich schon gerne hätte. Ich hätte sehr gerne ein kleines Mischpult direkt an meinem Tisch stehen. Will kein Geld für Monitore oder so, das hole ich mir dann selbst. Aber zum Beispiel für ein Mischpult wäre echt cool. So außergewöhnliche Sachen, die du normal nicht holen würdest. Außer du kriegst halt gesponsert, ne? Mal gucken. Oh, please let me fly. Oh Gott, was für ein Scheißraum.
Ah. Oh. Super. Devil Deal verloren. Danke. Danke, Spiel. Oh, ich kann es dir nicht sagen. Das, was ich kostet, 1000 Euro. Das, was ich gerne hätte. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt, aber... Das brauche ich eigentlich nicht, aber es ist halt sehr geil. Ich habe nur 2 Herze, ne? Lass mich fliegen, bitte. Hi, Proud. So. Ich bin noch nicht zum Boss. Hab ich noch irgendwo Herz-Updates? Ne, Upgrades? Ne. Das lassen wir mal für Notfall. Nein! Besser kann die Woche nicht enden. Schauen wir mal, ne? Irgendwie ein mieses Gefühl hier gerade. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich kann einen Schlüssel. Oh Mensch, ist das wieder sowas hier? Oh. Klar. OMG. Da ist ein Schlüssel. Boah, war das knapp hier. The Fool, okay. Acid Tears. Ja. Gut. Erspart mir wenigstens das Bombenproblem. Und ich krieg die... Oh, ich krieg die Geheimräume auf. Das ist ja nice. Das ist ja super in Kombination mit Golden Remote. Sind die hier auch kaputt? Nee, ne? Nee. Ich habe eine Idee, wieso der Stream bei mir so laggt. Oder liegt es an meiner Internetverbindung? Wahrscheinlich. Also bei mir geht alles gut raus. Ups. Ich hatte ganz kurz vorhin mal kurz einen Frameverlust, aber seitdem eigentlich nichts mehr. Ich würde immer noch gerne fliegen können. Für Halo. Wieso zum Boss, ne? Ah, und da unten komme ich nicht rein. Das ist kacke. Naja, ich komme später rein. Das ist okay. Aber ich muss erstmal den Boss jetzt halt schaffen. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Gefährlich. Nice. Mir wird ein Devil Deal geschenkt, den ich wahrscheinlich nicht mitnehmen kann. Oh, nee, 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 nee. Das ist mir kein Herzchen wert jetzt gerade. Okay.
Heißt, wir kommen jetzt mit der Remote in den Shop, ne? Ja, das ist okay. Natürlich kommen hier Spinnen. Läuft, wenn es läuft, läuft's. Ja, perfekt. So. Ich kann immer noch nicht fliegen. Schade, ne? Okay, sieht schon ein bisschen entspannter aus. Die Herzsituation hat sich geklärt. Oh, ist wieder ein harter Song hier in der Playlist. Nett von mir. Oh, hier muss ich jetzt aufpassen. Nein! Muss ich aufpassen, weil ich mit den Acetiers ja auch die Pilze wegsprengen, ne? Ah, liegen lassen, Gobi. Die Tiers können Steine zerstören, ja. Oh, eine Petro, das ist ja nett. Nur wenn du zum Beispiel. Doch, also mit den Acetiers, die ich habe, geht das. Ja, hier ist Piskes ein bisschen scheiße gegen die, ne? Reingerauscht. Ja. Habe ich mir gedacht, dass das nicht bekannt war. Ja. Die sind so fies, die Viecher, ne? Ich habe das Schussmuster von denen auch noch nicht ganz verstanden. Oh! Okay. Hi Flasher. Nein, ist Afterbirth Plus. Ganz normal klassisch Afterbirth Plus. Nein, ich nehme es mir auf für einen Devil Deal hier. Wenn ich mal einen bekommen soll. Oder Angel Deal sogar, ne? Hebe ich mir die Path auf. Ach, ich bin so blöd. Ich kann doch einfach den hier machen. Lovers, ja, ist auch okay. Oh, das nehmen wir mit. Damage up ist immer gut. So. Die kann ich leider nicht, die kann ich nur so wegmachen.
Ja, Leute, jetzt müssen wir halt hier stehen bleiben, bis da irgendwas kommt, ne? Weil da habe ich keinen Bock drauf. So, weil ich mich gewundert habe. Die blauen Würmer noch nie gesehen. Geh kaputt. Nein! Shit. Was für blaue Würmer. Ja, die sind mit dem letzten offiziellen Booster-Pack dazugekommen. Edmund Macmillan haut ab und zu so ein Booster-Pack raus. Kann ich damit auch Feuer ausmachen? Nein, das geht nicht. Okay. So, wie soll ich denn den... Nur noch eins? Was heißt nur noch eins? Hat er gesagt, es kommt noch ein Booster-Pack und dann ist Schluss, oder was? Ja, auf PS4 gibt es die, glaube ich, noch nicht. Ja, blaues Herz holen wir uns später, ne? So, Battery liegen lassen jetzt natürlich, ne? Ah, den Schlüssel hätte ich auch liegen lassen können. Das war ein Battery-Schlüssel, ne? Bethro the World. Ja, das nehmen wir gleich mal. Ich muss eh nochmal ganz zurück gleich. Juckt mein Ohr. Ich meine, gehört zu haben, dass es nur noch ein Booster-Pack geben soll, okay. Ja, so ist es so. Am Anfang hieß es gar keine Items. Die meinst du, die Würmer? Ja, die kamen im letzten Booster-Pack dazu. Die habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Macht sich selbst Schaden, der Depp, ne? Und der macht immer die Pilze hier kaputt. Auch okay, ne? Tschüss! Schade. Ich nehme das HP ab, glaube ich, sogar mit. Ja. Schade, kein Angel Deal, Devil Deal. Aber vielleicht kriegen wir jetzt einen Angel Deal sogar. Wir haben schon alles. Wir haben auch den Shop. Das heißt, wir kommen jetzt in den Angel Deal, wenn wir da oben noch das Dings wegmachen. Und dann kommen wir mit der Batterie hier sogar noch in den Error-Raum. Geil. Juckt in mein Ohr so. The fifth and last Booster Pack release in 2018. Okay. Das heißt Gorbits mittlerweile. Nimm mal Points. Also, Ausrufezeichen Gorbits dann. Nice.
Den nehme ich auf jeden Fall. Weil Scapitai glaube ich jetzt nicht, dass ich das auch noch nehme. Ich könnte aber changen hier noch. Ja, scheiße. So, jetzt gehen wir noch in den Error-Raum. Was war das eigentlich? Cool. Okay. Ja, das habe ich geändert. Weil Points war so nichtssagend, ne? Gorbits ist schöner. Ich habe es auf Bitgorbs geändert und ein paar Zuschauer haben sich dann dazu entschlossen, andere Vorschläge zu machen. Dann sind wir einfach mal zu Gorbits übergegangen. Hi John, grüß dich. Wird das noch ein komplett... Ich glaube nicht. Vielleicht irgendwann, aber momentan wird an einem Isaac, soweit ich weiß, nicht gearbeitet. Es gibt noch dieses Kartenspiel, dieses Bumbo-Kartenspiel. Ich glaube, das ist das nächste, was rauskommt, ne? Oh, ich muss vorher noch in den Shop. Hier unten. Mir das hier kaufen. Und am besten gleich noch ein Herz. Ja, optimal. Und dann nehmen wir das hier und sind im Error-Raum. Wissen nicht, ob es da Herzchen gibt. Ob die Herzchen spawnen können bei den blauen Flammen. Hätte ich die Pathrow, jetzt könnte ich die zwei machen. Ja, es können die ganz spawnen hier. Haben wir hier nichts? Und hier haben wir was. Hier haben wir noch was. Das war's. Bringen wir den mal noch? Nein. Dann gehen wir weiter. Ich glaub's auch nicht. Weil was willst du denn für ein neues Isaac machen? Also, nee, ich glaube, da hat Edmund Macmillan und hier Tyrone bessere Ideen. Und es kann ja nur schlechter werden. Ich meine, die verkaufen das hier ja immer noch richtig gut, ne? Genau. Doch, ist doch ein perfektes Spiel, so wie es ist. Das ist wie WoW 2.0. Das wird es auch nicht geben. Niemals. Warum sollst du so ein perfektes Spiel in 2.0 dazu machen? Auf dem Arsch sicher nichts mehr ab, bevor ich nicht diese Trophy habe. Ja, das stimmt. Keine Chance. Vorher kriegt er von mir kein Geld mehr. Oh, okay. Ich komme von der anderen Seite noch ran. Piskes werden die da hochgeschossen, das ist ja auch blöd. Gesundheit. Tschüss. Krampus, ne? Kriegen wir vielleicht wieder einen Error-Raum. So nice. Geil. Nichts gesagt. Ah, was war das denn? Ah, das ist ätzend. Da komme ich jetzt nicht rein. Das heißt, da werde ich dann nachher einmal reingeportet. Muss ich mir halt merken. Es ist mal wieder soweit. Das erste Mal für dieses Streak.
hätte ich mir lieber für die nächste Ebene gewünscht. Für die nächste Runde, aber gut. Auch in Ordnung, ne? Ja, geht's halt. Normal, ich sag's ja nicht gerne, aber normalerweise schon, ne? Wie gesagt, es müsste schon viel passieren. Was, sind jetzt meine Asset-Tiers weg? Ja, die sind jetzt natürlich weg, ne? Ja. Kann man verkraften. So, jetzt noch ein Cancer, bitte. Und Herzen. Sonst nix. Rest ist okay. Aber ich hab's vergessen, hier einzutragen in die Konsole. Cancer, Herzchen. So. Spoonbänder, ja, hab ich auch noch nie. Komm schon, ich hab's doch in die Cheat Engine eingegeben. Der Schlingel macht sich lustig. Okay. Ah, ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. Nochmal. So. Das ist nett. Brauche ich eigentlich gar nicht. Doch, kommen wir doch noch in den Error-Raum. Ist doch schön. Wir sammeln hier einen Haufen Fliegen, ne? Sogar so machen. Da rein und Devil Deal war ich schon. Ja. Oder so, dann gibt es nun gar keinen Schaden. Okay. Okay. Yes! Hast wieder reingelaufen. Nope. Brauche ich nicht wirklich, ne? Das ist das, was, wo alle Items neu gewürfelt werden, ne? Jede Ebene. Das brauche ich definitiv nicht. Alter. Brauche ich nicht. Okay. Abel! Und eine Bombe optimal. Muss nur noch in der Kiste da oben auch was drin sein. Ja, schade, ein bisschen schade um die Assets, ne? Aber gut. Temperance. Okay. Ey,
Endlich mal wieder Take 10, ey. Das hat echt lang gedauert. Was, was? Warum hab ich irgendwas, was die anzieht? Ich hab doch nichts, was die anzieht, oder? Was war das denn gerade? Sprinkler. Auch so ein unnötiges Item. Ist okay, ne? Wenn du nichts anderes hast, ist okay. Guck, habt ihr das gesehen? Ich zieh den an. Warum zieh ich den denn an? Guckt, er zieht die an. Irgendwas zieht die an. Was zieht die denn an? Mir ist letztens aufgefallen, dass mein Internet mir als Seolo angezeigt wird oder Spaß. Was? Okay. Was heißt, dein Internet wird dir so angezeigt? Was zieht die bitte an? Ich habe keinen Magneten oder irgendwas mitgenommen. Macht das Tech 10, wenn ich das halte, oder? Kein Plan. Okay. Gut, aber das wird ja eingestellt. Dann wirst du wahrscheinlich halt über Devolo oder so drin sein, ne? Über ein Dings halt. Über so ein Devolo Powerline oder sowas. Ich bin so blöd, ich hätte mir echt die Bomben unten kaufen sollen. Die werden einfach zu mir gezogen, die Gegner. Ich weiß nicht warum, das nervt mich sowas. Ach so, habe ich gar nicht geguckt. Okay, alles klar. Oh, da waren noch viele Herzen, viele Münzen, scheiße. Die fliegen? Echt? Keine Ahnung. Warte mal, können wir mal gucken. Mal wieder ein bisschen schlauer. Ja. After the start of each new hostile room, you spawn 2 to 5 white flyer, which will target a nearby enemy and deals double the tier damage to it. Ne. Sind nicht die Fliegen. Die Fliegen sind aber geil. Okay. Error-Raum, ne? Jo. Nehmen wir natürlich mit. Obwohl du natürlich mit der, wenn du, ich, weil ich will jetzt nicht mal alles komplett machen, ne? Ansonsten hätte ich das mitgenommen. Wer kennt schon die neue Mod? Revelation für AB Plus oder was? Bin dann sowas ja immer interessiert, ne? Wie ist die Mod? Wenn jemand kennt, ist das sowas wie Anti-Birth? So geil?
Wenn die habe, ist er sofort dabei. Mich schon ein paar Wochen immer bemüht, irgendwie auf Modding of Isaac zu gehen oder in den Steam Workshop. Da gibt es eine Eisebene und die hat Edmund promoted auf Twitter und meinte, die kann man ja mal anschauen. Okay. Aber sonst nichts, also nur eine Eisebene, weil ich hätte schon gerne was, was halt ein bisschen mehr bringt, ne? Oh, der hat ein Video damit rausgebracht, okay. Dann kann ich mir das ja mal angucken, vielleicht ist das ja interessant. Weil das fehlt halt echt, ne? Eine gute Mod für AB Plus bisher, das fehlt einfach. Ja, du kannst hier ziemlich viel zusammenstellen, aber... Problem ist, dass wenn du zu viel reinmachst, dann laggt's wieder und so. Und nice. Ja, auch schon gespielt. Die ersten 5 Runs durchgehend verkackt. Okay, das hört sich doch gut an. Das gefällt mir. Guck ich mir gleich mal an. Marm, ne? Ja. Marms Ebene. Bringt das was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, ich nicht ganz so umfangreich. Aber es gibt trotzdem neue Items, Boss und Gegner. Das hört sich doch schon mal gut an. Weil es meistens ist ja so, ein neuer Charakter wird integriert. Oder ein neuer Boss. Oder die Musik ist anders. So, das ist halt... Okay, komm, wir machen das jetzt nicht mal komplett hier, ne? Weil das ist für mich als Spieler so viel Aufwand, mir das zusammenzustellen. Und das ist mir einfach nicht wert. Dann spiele ich lieber Streaks. Ich hatte noch kein Guppy-Item. Alles klar. Ach, ich bin so blöd. Kein einziges Guppy-Item? Okay. Okay. Ja, jetzt sollten wir halt wieder mit den Schlüsseln aufpassen und so, ne? Okay, nice. Perfekt. Optimal, ne? Sagt der Gorbi, sollte man mit dem Schlüssel ein bisschen aufpassen. Zack, was passiert?
Oh, shit, der charge ja dreimal. Ich bin irgendwie von zweimal ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Das ist ja schon die richtige Richtung hier, ne? Boah, war der schnell. Komm, wir machen das. Ah, falsches Item. Für Guppy. Ja, bin aus dem Rhythmus raus irgendwie gerade. Aber ist okay. Aua. Da sind wir doch. Und da ist auch noch der Supergeheimraum wahrscheinlich. Toll. Ja. Ach so. Ach, das ist der normale Geheimraum. Okay. Nee, dann so. Supergeheimraum jetzt nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Gut. Was haben wir hier für 70 Münzen? Darf ich nochmal spenden oder so? Okay. Hin. Diese Tech 10 Brille sieht auch so geil aus, einfach nur. Was? Echt? Oh, da ist noch ein Kackhaufen unten drunter. Was ist das denn? Ah, nicht der Kompass. Gern HP abgehakt. Nein, nein, nicht da reinlaufen, Mann. Gobby habe ich auf YouTube auch nur durch Antibuff kennengelernt. Ja, Antibuff war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Okay. War der richtig geile Mod. Ist doch der. Warum ist er doch, der Boss? Oh, 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 oh. Guppy! Ah, schade. Ich bin zu langsam. Nein, geht. Wow. Hey,
jetzt diese Death-List, ne? Die will ja auch kein Mensch. Ich hatte mal wieder Bock auf Isaac und habe ich auf Twitch gesehen. Ne? Perfekt. Bobby gefunden, weil ein. Weil ich nach kleinen Streamer und einer Glatze gesucht habe. Noch geiler. Where is he? Perfekt. So. Legstream? Nö, alles gut bei mir. Musste neu laden vielleicht. Zwei Gründe nenne ich lieber nicht. Musst du entscheiden. Wahrscheinlich geht's links rum. Wahrscheinlich geht's rechts ganz außen rum irgendwie. Oh, gefährlich. Habt ihr gesehen, wie ich da angezogen werde? Was? Ist wieder da. Perfekt. Okay, dann geht's rechts rum und dann ganz außen rum. Manchmal kannst du einfach nicht mal ausweichen, ne? Der hat's auch noch überlebt hier, der Arsch. Okay. Okay. Wir haben hier unendlich Schlüssel. Das ist doch okay. Eigentlich können wir den Joker auch hier gleich ziehen, ne? Das ist eigentlich Wumpe. Joker. Und Guppy. Nice. Ach. Lass mich das doch jetzt mal drücken hier. Danke. Wie sie fliegen, ne? Die fliegen. Das ist halt ein Ultra-Kombi. Kein Fluch. Heute kein einziges Mal einen Fluch gehabt. Oh, das ist doch nett. Mal P ab. Oh, hallo. Können wir auch mal einen Tiers ab nochmal, ne? Minus 4, minus 2. 4 insgesamt. Ist ja nice. Kann ich so richtig schön spammen. Boom. Ah, Chocolate-Dings nehme ich nicht. Obwohl, es wäre wahrscheinlich sinnvoll sogar. Aber. Emperor, ja, machen wir. Und die fliegen und tschüss. Bei Shield Tears? Wahrscheinlich wie bei Brimstone. Die nehmen dann ab und zu mal was weg. Ne? Schätze ich mal. 43. Klasse. Realisieren wir gerade mal.